Schwarzer Rauch steigt auf in der Khyber-Region im Nordwesten Pakistans. Rund 40 Kilometer von der Stadt Peshawar entfernt hatten bewaffnete Männer einen Konvoi mit Nachschublieferungen für die NATO-Truppen in Afghanistan angegriffen. Mindestens zwei Menschen sollen bei dem Angriff getötet worden sein. Es gibt mehrere Verletzte. Ein Augenzeuge berichtet. Wir saßen zusammen, als plötzlich geschossen wurde. Das dauerte 10 bis 15 Minuten. Zuerst konnten wir nicht erkennen, was passiert war. Wir sahen, dass die Lastwagen und das Material für die NATO brannten. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In der Vergangenheit hatten aber wiederholt die radikal-islamischen Taliban Konvois mit Lieferungen für die NATO-Truppen angegriffen. Pakistan ist ein wichtiges Transitland bei der Versorgung der Truppen im benachbarten Afghanistan.